Dieses Video wird wahrscheinlich etwas ganz Besonderes werden. Zum einen lobe ich Colin Trevorrow, ich habe positive Worte zu Jurassic World Dominion und muss sagen, der Film ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie ich ihn immer dargestellt habe. Und der Velociraptor aus Jurassic Park 3 ist in Jurassic World Dominion mit dabei gewesen, ihr habt es nur einfach alle nicht gesehen. Noch dazu wird es am Ende des Videos ein schönes Gewinnspiel für euch geben, bei dem ihr diese komplette Blu-ray-Box hier gewinnen könnt. In dieser Box befinden sich alle 6 Jurassic-Filme, Jurassic Park 1, The Lost World, Jurassic Park 3, Jurassic World, Fallen Kingdom, und eben Dominion. Zum einen in Blu-ray, also wenn ihr keinen 4K-Player habt, vollkommen okay. Für alle, die einen 4K-Player besitzen, noch besser, denn hier sind auch noch die 4K-Varianten mit dabei. Wie genau ihr diese schöne Box hier gewinnen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Bleibt also auf jeden Fall dran. Und jetzt erstmal tief durchatmen. Ihr müsst das alles sacken lassen. Viel Spaß mit dem Video. Okay, eins vorweg, ich habe jetzt am Anfang, meine ich, 3 Themen genannt. Im Endeffekt gehören Thema 2 und 3 irgendwie zusammen. Deswegen besprechen wir einfach mal ganz kurz die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass Jurassic World Dominion vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie ich ihn immer in Erinnerung habe und auch meistens an euch weitergebe, dass ich diesen Film einfach überhaupt nicht leiden kann. Woran das liegt, ist eine Aussage von Colin Trevorrow selbst. Und diese Aussage kann man nun auch wieder von 2 Seiten betrachten. Die eine Seite wäre zu sagen, finde ich eine coole Idee und irgendwo schade, dass das, was ich euch gleich erklären möchte, nicht funktioniert hat. Auf der anderen Seite könnte man sagen, nein, ein Film muss als eigenständiger Film funktionieren. Ich gehöre eher zur ersten Sparte, einfach aus dem Grund, weil ich ein Riesenverfechter des sogenannten Transmedia Storytellings bin. Für die von euch, die nicht wissen, was das bedeutet, das Ganze heißt im Endeffekt, dass ihr eine Geschichte über verschiedene Medien erzählen könnt. Nur mal ganz kurz als Beispiel, ihr habt eine Hauptgeschichte, die ihr eben im Kino seht, habt dann aber noch eine Homepage dieser Hauptgeschichte, die euch schöne Nebenfakten erzählt. Vielleicht noch ein kleines Spiel, was euch die Vorgeschichte zu dem Film erzählt. Aber alle verschiedenen Medien können auch ohne das Wissen der anderen Medien konsumiert werden, wenn es denn perfekt läuft. Colin Trevorrow hatte nämlich Folgendes geplant gehabt. Der sogenannte Dino-Tracker, den wir alle inzwischen kennen sollten, sollte ursprünglich schon wesentlich früher eingeführt werden. Tatsächlich sollte dieser Dino-Tracker auch am Anfang einen ganz anderen Namen beinhalten. Welcher Name das war, das hat der Regisseur zwar nicht verraten, allerdings sollte dieser Tracker bereits seit Jurassic World 1 existieren. Der Hintergrund, warum das der ursprüngliche Plan gewesen ist, naja, ganz einfach, die verschiedenen Filme, die Jurassic World Filme, die ich auch immer wieder ankreide, dass die ja als Trilogie geplant waren, sich aber irgendwie nicht so ganz zusammenhängend anfühlen, also die haben immer einen sehr starken Bruch nach jedem einzelnen Film, die sollten ursprünglich mit diesem, ich nenne ihn einfach immer noch Dino Tracker, miteinander verbunden werden. Colin Trevorrow wies darauf hin, dass auch innerhalb dieses Dino Tracker Gebildes nach und nach Hinweise verstreut werden sollten, dass eine Firma sich aus der Asche wieder empor erhebt, quasi eben Biosyn. Noch dazu wies der Regisseur darauf hin, dass man Jurassic World Dominion nicht einfach nur als einzelnen Film hätte betrachten sollen, sondern, eigentlich war die ursprüngliche Idee gewesen, das Ganze als ein Erlebnis, erleben sollen. Wir haben auf der einen Seite den Dino-Tracker bekommen, den wir eben auch kennen. Dieser Dino-Tracker hätte dafür sorgen sollen, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass Saurier in unserer echten Welt existieren. Auch hier sagt Colin Trevorrow ganz klar, selbst der Dino-Tracker, den wir am Ende bekommen haben, sollte ursprünglich noch wesentlich mehr Content liefern. Noch dazu sollte der Tracker auch später weitere Berichte beinhalten, die uns auf bestimmte Experimente hinweisen. Auch die Sache mit den Heuschrecken, die für uns ja, glaube ich, alle aus dem Nichts gekommen ist, sollten am Anfang bestimmte Hinweise bekommen. Trevorrow erklärte, dass diese gesamte Marketingkampagne wirklich dazu gedacht war, um uns allen ein gewaltiges Fragezeichen vor die Augen zu werfen. Und dann sollte der Film dieses Fragezeichen im Endeffekt beantworten. Das hat jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich geklappt, weil die Marketingkampagne hat stattdessen etwas beworben, was nicht eingetroffen ist. Aber der Grundgedanke dahinter ist unfassbar kreativ und einfach mal was ganz Neues. Und da muss man wirklich sagen, da muss man dem lieben Colin doch mal einen Daumen nach oben geben. Alleine für die Idee, so etwas auszuprobieren. Es hat nicht so geklappt, wie er sich das Ganze vorgestellt hatte, aber man muss wirklich sagen, ey, vielleicht das nächste Mal. Ich finde die Idee immer noch gut. Schreib mir deine Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 konnten wir ebenfalls schon auf dem sogenannten
sogenannten Dino-Tracker beobachten. Die haben wir ja dann gesehen, wie ein Passant einen männlichen und einen weiblichen Raptor aus Jurassic Park 3, also die Designs von Jurassic Park 3, gerade filmt. Und die beiden entdecken die Person dann und jagen sie eben und fressen sie sehr wahrscheinlich auch, zumindest lässt das Video stark darauf hindeuten. Zum einen stellt sich jetzt die Frage, wie kommen diese Velociraptoren eigentlich aufs Festland? Zum anderen stellt sich die Frage, warum kamen die denn nicht weiter in Jurassic World Dominion vor? Ich meine, warum wird denn damit geworben und dann tauchen sie da nicht auf? Ein aufmerksamer Zuschauer meint jetzt aber herausgefunden zu haben, wie die Tiere aufs Festland gekommen sind und sagt sogar, diese Tiere sind in Jurassic World Dominion dabei gewesen. Nur, wir haben es alle nicht wirklich wahrgenommen. Zuallererst müssen wir uns hier vor Augen führen, dass diese ganze Schwarzmarkt-Szene, die wir eben hier auf Malta sehen, die geht wesentlich globaler vonstatten. Das heißt, ja, es werden auch Dinosaurier von anderen Inseln, also es gibt ja zwei Inseln, Isla Nubla und Isla Sorna, auch von der Sorna werden Saurier aufs Festland verschifft, weil jetzt hier mehr oder weniger ein Schwarzmarkt-Chaos ausgebrochen ist. Das Ganze wird in den Filmen mehr oder weniger auch nur angedeutet, und da wir halt auch nur die Malta-Szene sehen, gehen viele davon aus, dass auch nur Malta diesen Schwarzmarkt beherrscht. Aber nein, die Saurier verbreiten sich nicht ohne Grund global. Dieser Schwarzmarkt ist eben wirklich überall auf der gesamten Welt vertreten. Und so kamen dann auch laut Colin Trevorrow die Velociraptoren von der Isla Sorna aufs Festland. In dem Dino-Tracker-Videoclip sehen wir ja genau ein Männchen und ein Weibchen. Hier ist dann wahrscheinlich die Ursprungsgeschichte so, dass jemand die beiden Tiere eben kaufen wollte und eben Männchen und Weibchen, um sie weiterhin zu züchten. Warum die beiden jetzt wirklich freigekommen sind, das steht in den Sternen, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, ja, die beiden sind auf jeden Fall über den Schwarzmarkt aufs Festland gekommen. Jetzt werden bei euch schon wirklich alle Zahnräder gerattert haben, was auch bei mir der Fall gewesen ist. Wo zum Teufel soll ich einen Velociraptor aus Jurassic Park 3 in Jurassic World Dominion gesehen haben? Berechtigte Frage, denn man sieht tatsächlich auch nur einen ganz kurzen Moment einen Teil dieses Velociraptors. In dieser Szene hier, in der wir Kayla sehen, wie sie eben im Schwarzmarkt schon fast auf einem Thron sitzt, sehen wir irgendwann im Vordergrund relativ unscharf den Schwanz eines Dinosauriers. Hier ist dann erstmal die Theorie davon ausgegangen, das sieht aus wie der Schwanz eines Velociraptors aus Jurassic Park 3, eines männlichen Velociraptors aus Jurassic Park 3. Vergleicht man das dann mal mit dem wirklichen Schwanz des Velociraptors aus Jurassic Park 3, fällt einem auf, dass, ja, das mit der Spitze, das könnte schon irgendwo hinkommen, die Muster nicht so wirklich, aber im Endeffekt könnte das schon so passen. Auf Twitter wurde dann diese Fantheorie ganz einfach an den lieben Colin Trevorrow weitergegeben und eben klipp und klar gefragt, hier, Colin, kann das sein, dass wir hier einen Velociraptor aus Jurassic Park 3 haben, also von der Isla Sorna haben? Und Colin Trevorrow hat darauf geantwortet, ja, wenn du das möchtest, dann sag mir einfach Bescheid und dann machen wir das offiziell. Inzwischen ist es wirklich offiziell. Colin Trevorrow hat bestätigt, ja, dieser Schwanz gehört einem Velociraptor aus Jurassic Park 3. Jetzt könnte man sagen, oh, Tobi, Mann, das ist ja alles so nachträglich hinzugefügter Mist und das haben sie ja bei Marvel mit Spider-Man auch schon mal gemacht. Ich verstehe den Kritikpunkt dahinter, definitiv. Allerdings muss ich hierbei sagen, dieser Fakt, der jetzt neu hinzugedichtet wurde, der jetzt neu offiziell als Kanon erklärt wurde, der verändert die Story nicht. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie so ein Retcon, wie damals bei Jurassic World 1 und eben Jurassic World 2, wo sie den kompletten Park verlagern mussten, damit die Szene mit dem Mosasaurus aus Jurassic World 2 in irgendeiner Hinsicht Sinn ergibt. Jetzt haben wir einfach hier nur einen neuen Fakt. Ja, das ist halt der Schwanz eines Velociraptoren. Und da muss ich wirklich sagen, mir gefällt es, dass sich Colin Trevorrow das wirklich anschaut und einfach sagt, okay, lass mal überlegen, macht das irgendwo Sinn, das ist der Schwarzmarkt. Die Tiere kommen ursprünglich durch den Schwarzmarkt aufs Festland, also können wir hiermit ganz klar sagen, ja, das passt, das ist ein Velociraptor. Ich finde das irgendwie ganz charmant, dass man darauf eingegangen ist. Wie gesagt, man braucht es nicht, aber ich bin immer ein Fan davon, dass, wenn du was hinzudichtest, dann bitte veränder damit halt nicht die ganze Geschichte. Wie gesagt, der Mosasaurus befindet sich in Jurassic World 1 noch in der Mitte von der Insel und dann in Jurassic World 2 mussten sie das aber dann so drehen, dass er am Rand der Insel ist, damit er irgendwie ins Meer rauskommt, nur damit er in Jurassic World Dominion für 2 Minuten lang verwurstet wird. Das ist schlecht, das ist dumm, das ist geretconnt. Das hier ist einfach die Geschichte ein bisschen erweitert. Wir wissen, dass diese Raptorenart auf der Insel sind, also hier, da ist der Grund, Schwarzmarkt, da ist ein Schwarzmarkt, da ist ein Raptor mit drauf. Ich find's irgendwie ganz nett und wie immer, schreib mir deine Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt kommen wir hier zum großen Gewinnspiel. Ich wollte das Ganze sogar erst mit euch zusammen hier mal auspacken, damit ihr auch seht, dass da wirklich was drin ist und alles drum und dran. Ich lasse die einfach mal eingepackt, weil das soll auch dann an euch original weitergegeben werden. Außerdem habe ich mir von meinem Unboxing angeschaut und da sind einfach die Filme drin. Ja, das sind zwei Trilogien, einmal Jurassic Park, einmal Jurassic World und wie gesagt, einmal als Blu-ray-Variante und eben einmal als 4K-Variante. Die komplette Ladung Jurassic und die wird an euch weitergegeben. Was ihr dafür tun müsst,
darum, diese Blu-ray 4K-Box zu gewinnen, ist eigentlich relativ simpel. Erinnert ihr euch noch an das Video, wo wir mal darüber gesprochen haben, wie ein Jurassic-Universum später aussehen könnte? Damals habe ich euch so eine Timeline eingeführt, die von einem Fan erstellt wurde, also die ist nicht offiziell, wo verschiedene Projekte wie John Hammond oder auch, ich glaube, Beta und Blue oder irgend sowas kamen dann da als einzelne Filme mit raus. Und ich habe mir damals gedacht, ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr seid jetzt gefragt, wenn es wirklich ein Jurassic-Universum geben sollte in Form von Marvel, welchen Film würdet ihr gerne sehen? Klingt jetzt denkbar einfach, allerdings müsst ihr mir auch noch einen kurzen Pitch mit dazu schreiben. Wenn du jetzt also sagst, ey, ich würde gerne einen Film über Maisie sehen, dann schreib mir doch ganz kurz unten drunter, welche Geschichte denn dahinter stecken sollte. Erkläre mir deine Geschichte, die du gerne hättest sehen wollen. Als Einsendeschluss habe ich mir den 15. Februar überlegt und dann wird eben der Gewinner mit der besten Geschichte ausgelost und bekommt dann eben diese schicke, frisch verpackte, komplette Jurassic-Saga-Box zugeschickt. Bevor ihr aber jetzt mit dem Schreiben anfangt, ganz wichtig, ich muss das Ganze noch ein bisschen klarer machen, ihr müsst mir jetzt keine 5 Seiten schreiben. Wenn ihr mir längere Geschichten schreibt, ist das auch vollkommen cool, ich lese mir die trotzdem durch. Es reicht aber, wenn ihr mir eure Idee verkauft. Ja, wenn ihr wisst, was ein Pitch-Meeting ist, sowas in der Regel würde schon komplett reichen. Schickt eure Ideen und eben eure Texte bitte an die E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier oben einblende. Ganz wichtig ist, dass ihr einen Betreff angebt, nämlich den Betreff Jurassic World Collection Gewinnspiel. Das mit dem Betreffen mache ich nicht, weil ich euch irgendwie ärgern will. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass ich auf diese E-Mail-Adresse auch noch andere E-Mails bekomme. Und wenn ich dann die Gewinnspiele auslose, gebe ich immer den Betreff in die Sucheleiste ein. Das heißt, dann sehe ich wirklich nur eure Einsendungen mit dem Betreff. Wenn der Betreff nicht mit drin steht, wird er mir in diesem Filter eben nicht angezeigt. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, diese E-Mail-Adresse anzugeben mit diesem Betreff hier unten. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Es war informativ und ich freue mich auf eure Einsendungen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.